Willkommen zurück im Hamburg 1 Frühcafé und es ist ein bisschen voller geworden hier bei uns auf der Couch, denn wir haben Besuch. Einmal Luisa, unsere Mitarbeiterin, Morgen. Und dann unser Ehrengast Leonie Genet. Schön, dass du heute Morgen schon so früh hier bist, aber das hat auch einen Grund. Ne? Guten Morgen. Du brauchst nämlich etwas Zeit, um uns deine Arbeit vorzuführen. Du bist Bodypainterin. Was genau heißt das? Was ist das? Das heißt genau, ich komme aus dem Haare-Make-up-Bereich, habe dann festgestellt, nur Beauty und Hairstyling, Beauty ist mir ein bisschen wenig. Ich würde es gerne ein bisschen bunter, ein bisschen künstlerischer haben. Und habe in Paris in meiner Ausbildung halt Bodypainten kennen und lieben gelernt. Und ich finde es einfach total toll, wenn die Models meine Designs irgendwie zum Leben erwecken. Und ja, es macht einfach riesig Spaß. Und wir haben auch ein paar Bilder vorbereitet. Da können wir mal sehen, was du da alles so zauberst. Kommt man da selbst auf die Ideen für die Motive oder ja, wie kommst du auf die Bilder? Also manchmal hat man Auftraggeber, die natürlich einem einen Schriftzug, ein Logo, einen Messestand, wo man sich farblich dran orientieren kann, halten muss, die einem was vorgeben. Aber so wie jetzt heute bei euch, da denke ich mir dann aus, Mensch, was könnte passen ins Frühstücksfernsehen morgens um 5? Und ja. Du bist nicht eine von vielen, ich meine, es wird häufig gemacht, jeder hat es auch schon mal gesehen, sondern es gibt da tatsächlich auch Wettbewerbe und Titel zu gewinnen. Und was hast du da schon mit nach Hause genommen? Ja, also das größte Event ist eigentlich das World Body Painting Festival, findet in Österreich statt, am Wörthersee. Und letztes Jahr bin ich halt als 9. in die Top 10 gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, das war sehr schön. Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, nun ist es ja ganz viel mit nackter Haut auch verbunden. Haben da einige Leute Vorurteile und sagen, um Gottes Willen, das ist vielleicht eher in die und die Ecke zu rutschen oder? Ja, man muss aufpassen, dass halt irgendwie, also mir ist es immer wichtig, wenn ich einen Job mache vor Publikum, dass ich meinem Model vorher Gesicht und Brust schon gestaltet habe, dass man halt eben zeigt, Bodypainting ist nicht dazu da, um das Model vorher nackt anzugaffen, sondern es ist Kunst, die lebt und diese Leinwand muss etwas mehr respektiert werden als eine normale Leinwand. Mhm. Natürlich, das ist auch die Herausforderung, mit dem Model zusammenzuarbeiten. Und ich selbst habe überhaupt keine Berührungsängste mit nackter Haut oder Nacktheit. Ist ja auch schlecht, ja. Genau. Aber es kommt natürlich darauf an, wo man ist und was man macht, dass man das denn richtig verpackt. Gut, damit wir einen Einblick kriegen, unsere Leinwand sitzt hier quasi. Luisa, du hast dich freundlicherweise bereit erklärt, dich anmalen zu lassen. Aufgeregt? So ein bisschen. Also ich weiß ja jetzt ein bisschen, was mich erwartet, aber allein schon das, da sehe ich ja überhaupt nicht, was es ist. Ich bin sehr gespannt, was nachher rauskommt. Und wir sehen hier so tolle Motive. Was bekommt Luisa denn heute? Wollen wir das denn schon verraten? Ja. Okay, der Mann. Ne? Wir können uns auch überraschen lassen. Oder du reißt schon mal was an, was Luisa so erwartet. Also Luisa wird heute für uns eine Uhr. Eine Standuhr. Hört sich vielleicht ein bisschen albern an, aber Uhren sind sehr, sehr schön. Ich denke, es gibt viele Uhrensammler, die das wissen. Und ja, ich hoffe, dass ich sie... Na, dann passt das ja auch zu Luisa. Genau. Gut. Weil sie immer so pünktlich ist. Nein, weil sie so pünktlich schön ist. Pünktlich und schön. Da sind wir wieder und ich bin ganz begeistert. Also Luisa sieht derartig großartig aus. Ich bin ganz angetan. Und dich muss ich gleich mal fragen, wenn man nun so ein Kunstwerk geschaffen hat, das ist ja nun ausgesprochen vergänglich, blutet einem da nicht so ein bisschen das Herz? Ja, jedes Mal wieder, wenn meine Models unter die Dusche springen, gucke ich nochmal die ganzen Fotos durch, ob ich wirklich jede Seite von vorne, von hinten, von der Seite ein gutes Bild gemacht habe. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn sie erstmal sauber ist und man merkt, ich habe gar kein gutes Bild davon. Das heißt, du fotografierst sie alle, Luisa muss auch noch dran glauben? Ja, auf jeden Fall. Okay. Wie war es denn für dich, Luisa? Wie fühlt sich das an? Ja, es ist total irre. Also es ist echt wie so eine zweite Haut. Also du hast das Gefühl, du bist eine andere Person. Mhm. Und ja, ich habe mich auch gerade erstmal nicht erkannt. Aber es macht total Spaß. Das Gute ist, wir wissen jetzt immer, wenn wir dich angucken, wie spät das ist. Das passt ja sogar fast. Also um 3 Minuten. Genau. 3 Minuten früher ist es jetzt, aber 7.45 Uhr ist bei dir. Ist doch super. Im Gesicht abzulesen. Gleich nach Hause abwaschen oder wie sieht es bei dir aus? Ja, ich mag es ja eigentlich nicht abwaschen. Also das ist ja so irre, so sehe ich ja jetzt irgendwie nie wieder aus wahrscheinlich. Wir machen ganz viele Fotos von dir, das versprochen. Ist gut. Magst du dich für uns noch einmal in die Kamera 4 ein wenig drehen, wenn es denn geht, dass wir nochmal auch ein schöner Rücken kann entzücken, dass wir dich auch einmal von hinten noch bewundern dürfen? Sieht man das so? Nee. Ja, du musst weiter rum. Noch ein bisschen weiter. Da hast du jetzt mit dem Pinsel, haben wir vorhin gesehen, gezeichnet, gemalt. Genau. Inwiefern unterscheidet sich das? Kann man da feiner arbeiten?
Man kann auch mit Airbrush-Pistolen sehr, sehr fein arbeiten, wenn man feine Düsen hat. Mhm. Aber man kann viel härtere Kanten machen. Zum Beispiel, man hat diesen Pinseleffekt mit drin. Du darfst dich wieder setzen, bevor du uns ja. Okay. Man hat diesen Pinseleffekt mit drin. Also es ist einfach ein bisschen unterschiedlich zum Airbrushen. Das Airbrush macht mehr dreidimensionale Volumen und der Pinsel macht härtere Kanten. Kann ich das lernen? Wenn nun die Kinder, die jetzt gerade Sommerferien haben und sich aussuchen, was sie denn nun werden wollen mit ihren Schulnoten, kann ich sagen, ich möchte gerne also auch Bodypainterin werden. Wie ist der Werdegang so? Entweder man kommt als Airbrusher, fängt man an, Wände zu gestalten, Motorräder zu gestalten und so weiter und sagt dann irgendwann, nee, ich möchte jetzt auch nicht nur mit Lack, sondern mit Make-up auf dem Körper arbeiten. Lieber am lebendigen Objekt. Genau. Oder so wie ich das gemacht habe, dass man halt aus der Beauty-Schiene kommt. Ich habe eine Friseurausbildung gemacht, eine Kosmetikausbildung, dann eine lange Make-up-Schule und dann hinterher mich so nach und nach dazu entwickelt. Ich denke, es ist sehr schwer jetzt zu sagen, also ich suche mir eine Festanstellung als Bodypainter. Also das, glaube ich, gibt es noch nicht. Gibt es nicht, ne? Was sind deine Hauptkunden? Sind das Privatmenschen oder, du hast vorhin erzählt, auf Messen bist du viel unterwegs? Ja, die Hauptkunden sind also Geschäfte, die irgendwie Jubiläumsfeiern haben, Geschäftseröffnungen, Event- und Werbeagenturen, die für die Kunden, für irgendwelche bestimmten Messen und Kongresse einen besonderen Eyecatcher halt irgendwie suchen, eine besondere Werbung. Die Endverbraucher sind hauptsächlich die Schwangeren. Denn jede Schwangere oder fast jede möchte ihren Zustand irgendwie auf dem Foto festhalten. Und wenn man dann nicht so der Mensch ist, der unbedingt sich nackt fotografieren lassen möchte oder in Dessous, dann ist das Bodypainting für einen Babybauch eine sehr schöne Sache. Kann ich mir gut vorstellen. Wir sehen ja auch noch mal ein paar schöne Bilder. Obwohl Luisa mir also wirklich am allerbesten gefällt. Danke. Muss ich wirklich sagen, du hast auch, ich sehe so Steine aufgeklebt. Und das hält, also was ist das für ein Material? Also du hast ja gesagt, Luisa sieht hinterher auch so schön aus in der Natur wieder wie vorher. Ja. Also wir müssen da nicht mit Hammer und Meißel oder Terpentin ran, um das wieder abzulösen. Auch der Kleber geht wieder. Auch der Kleber ist ein extra Hautkleber. Ansonsten hätte ich jeden Tag mit irgendwelchen Allergien der Models zu kämpfen. Also es ist ein extra Hautkleber, genau wie der Wimpernkleber. Das wird so gummiartig und lässt sich dann mit abziehen. Ansonsten gibt es auch Kleberentferner, die dann meist ein bisschen Alkohol enthalten. Was fasziniert dich so an der Leinwandhaut? Also die Haut ist ein sehr schönes Material, um drauf zu malen, weil halt die Farben sehr weich miteinander verschmilzen. Außerdem die Volumen vom Körper, mit denen kann man halt einfach wunderbar arbeiten. Und was ich die schöne Herausforderung beim Bodypainten finde, ist, dass ich es halt nicht in die Ecke stellen kann und sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich mache in 3 Wochen mal weiter. Das wäre schlecht, ja. Ne? Sondern es ist immer so ein bisschen dieser Zeitdruck da des Fertigwerdens. Man muss es wirklich innerhalb von einer relativ kurzen Zeit fertig bekommen. Und es sieht ja auch jedes anders aus, also außer du hast immer dasselbe Model wieder, aber es ist ja immer ein Unikat, nicht wahr? Ja, auch wenn ich dasselbe Model habe, kein Painting wird genau gleich. Also muss man irgendwelche Voraussetzungen mitbringen oder kann sich jeder bemalen lassen? Dir gefällt's jetzt, ne? Ich wollte mich bewerben. Ja. Also es kann sich eigentlich jeder bemalen lassen. Ob das denn hinterher bei jedem so schön aussieht wie bei Luisa, ist fraglich. Also für mich als professionelles Model, mit denen ich arbeite, ist es wichtig natürlich, dass man auf High Heels sich den ganzen Tag bewegen kann. Ich arbeite sehr gerne mit Schauspielerinnen, mit Tänzerinnen, die einfach ein Wahnsinnskörpergefühl haben, die sich gut in mein Design reindenken können und das dann auch leben. Man sollte rasiert und haarfrei sein. Das ist bei den Männern häufig das Problem, dass sie sagen, nee, Arme, Beine rasiert. Sonst sieht es halt schon sehr, sehr schmutzig aus. Man muss einen stabilen Kreislauf haben. Wenn man 6 Stunden steht und hinterher noch eine Promotion-Aufgabe übernehmen soll, dann braucht man ein bisschen ein gesundes Verhältnis zu seinem Körper. Man muss was essen, man muss was trinken. Man darf halt eben nicht denken, oh, ich kriege einen dicken Bauch, wenn ich jetzt was esse, sondern... Ja. Also ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du so früh gekommen bist und bei uns gearbeitet hast. Du hast hier ja nicht als Gast auf dem Sofa gesessen, du warst die ganze Zeit in Action. Und Luisa, du durftest sitzen, aber ich auch sagen, das ich hab zu danken, sah anstrengend aus. Und wir möchten uns ganz, ganz doll bei dir bedanken, dass du wie immer bereit warst, hier alles mitzumachen. Obwohl nee, ich finde, super. Diesmal bist du echt belohnt worden. Also, ja, also Arbeit war es nicht. Gut, und